Hallo und herzlich willkommen bei Mass Effect Andromeda. Ist schon ein wenig her, dass ich aufgenommen habe. Ich glaube, April oder so ist schon ein bisschen her. Ja, ich wollte euch aber nicht im Unklaren lassen, dass ich weitergespielt habe und einiges geschafft habe. Ob es jemand noch interessiert, weiß ich nicht. Das Spiel ist ja schon ewig und 3 Tage draußen, aber wenn ich jetzt eine Serie draus gemacht hätte oder das weitergemacht hätte, wäre es einfach zu viel geworden. Und die Zuschauerzahlen gingen sowieso zurück. Deswegen weiß ich nicht, ob es überhaupt noch interessiert hat. Das Spiel hat, ich will nicht sagen, ist ja auch gefloppt, aber gut ankam tat's nicht wirklich. Jedenfalls habe ich so ein Gefühl gehabt. Ich habe es trotzdem gerne gespielt. Ich habe auch weitergespielt. Einiges passiert. Ich kann ja mal grob zeigen, was so die. Also, ich weiß nicht, wer das sonst vielleicht irgendwo anders verfolgt hat. Mittlerweile hat sich aufgeklärt, was die Relikte so sind und woher die überhaupt kamen und die Erbauer, dass sie auch im Krieg waren und so weiter. Da will ich gar nicht großartig drauf eingehen. Verbündete, ich bin mittlerweile eine Beziehung mit Peavey eingegangen. Schien mir interessanter. Dann habe ich allerhand Kleinigkeiten gemacht. Die dritte Arche haben wir, also 3 Archen sind mittlerweile an der Nexus angekoppelt. Die vierte ist leider so zerstört, dass man sie nicht wieder ankoppeln kann. Jede Menge Aufgaben erfüllt, jedes Menge Zeug gemacht. Ich weiß gar nicht, kann ich hier auch in die Galaxie gucken? Nee. Ich kann ja hier in die Galaxiekarte mal reingucken. Die Galaxie ist mittlerweile riesig Willkommen im geworden. Orbit von Kadera. Wie man sieht, auch einen Haufen Aufgaben noch zu erledigen. Ich tappe mal raus. Also die Galaxie ist mittlerweile riesig zum Bereisen geworden. Ich habe immer noch nicht alles erkundet, weil einfach so viel ist. Ich habe Kedera, nee, Kedera nicht, Eladen, glaube ich, war das. Habe ich noch nicht bewohnbar gemacht, nicht jedenfalls nicht gut bewohnbar gemacht. Die anderen Welten sind eigentlich so gut wie kolonisiert. Dann ich spiele einfach mal ein bisschen weiter. Im Laufe des Spiels wird ihr sehen, dass ich auch Rüstung und Waffen etc. schon ganz gut abgegradet habe. Gott Forst. Kann ich direkt mal hier die ganzen ALP-Sachen einsammeln. Denn ich brauche wieder Sachen so zum Erforschen. Und ich glaube, meine Apex-Truppen haben auch schon wieder Aufgaben erledigt. Aufgaben erledigt. Wunderbar. Ah, wunderbar. Erfolg. Und hier haben wir. Ja, auch Erfolg. Wunderbar. Da kommen wir so gleich zur nächsten. Erfolg schon 93%. Jawohl. Los geht's. Apex-Mission. Einsatzteam schicken. Erfolgschance von 90%. Jawohl, läuft los. Ich hätte gerne noch eine zweite Einsatztruppe. Ich habe für diesen, ich weiß nicht, ob das schon in irgendeinem Video vorher war, Popcorn besorgt. Für einen Filmabend. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo ich das, Zu Vetra sollte ich, glaube ich, Popcorn bringen. Weil das als Schmuggelware gilt. Faszinierenderweise. Mal sehen. Ich würde mich einfach besser fühlen, wenn die Tempest ein Hauptgeschütz hätte. Du. Dafür ist die Hülle nicht ausgelegt. Der Rückstoß würde alle unsere schicken Fenster wegblasen. Welche Verteidigungssysteme hat das Schiff überhaupt? Kinetische Barrieren gegen Weltraumtrümmer, das Tarnsystem. Und uns. Ist nicht so viel, aber ist mir egal. Vetra, ich hab Popcorn. Ich habe das Popcorn und dieses Graxen, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Cora etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen. Okay. Ja, die Verbündetenmission habe ich auch schon soweit fertig gemacht. Die einzigen, die mir da noch fehlen,
Wäre Drax und wer fehlt mir denn da noch? Ja, Liam. Genau, Liam habe ich noch nicht. Und Rack habe ich noch nicht. Phoebe, Petra, Jarl und Cora habe ich soweit. Das habe ich im Kopf ab, ja. Ansonsten sind die schon ganz gut aufgepusht, die Leute. Jetzt wollte ich noch gerne eine Erforschung machen. Achso, und ich muss mir natürlich auch noch wieder eine Aufgabe suchen, sonst wäre ja Quatsch, wenn ich hier. So, ich mache einfach mal die Hauptmission weiter. Obwohl ich einen Haufen Nebenmissionen auch noch zu tun habe, aber ich habe jetzt einfach Bock auf Hauptmissionen. Also achso, falls die Frage dann auftaucht, Beziehung mit Pibi habe ich sie gemacht, die Beziehung. Die Szene kann ich natürlich nicht zeigen, weil da werden Geschlechtsteile, eigentlich nicht Geschlechtsteile, aber Reizteile gezeigt, die YouTube dann sowieso gesperrt hatte. Ja, wäre also Quatsch gewesen. Entwicklung, nee, Quatsch, Entwicklung will ich nicht, ich will erstmal die Forschung. Und da will ich die Verbesserung und da will ich. Quatsch. Panzerung wollte ich. Panzerung. Zwar habe ich mich dazu entschieden, die Relikt-Sachen zu benutzen, weil die einfach abgehen. Also die Rüstung auf jeden Fall. Die sind also Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte hier. Habe ich schon die Reliktbein? Ja, da habe ich schon. Hatte ich schon, die hatte ich schon. Aber hier kann ich noch abgehören. Ne, da fehlt mir natürlich hier wieder Platin. Na gut. Okay, dann. Meine Fähigkeiten gehen übrigens jetzt richtig ab. Ich weiß gar nicht, also ich habe mittlerweile ein mobiles Geschütz, also ein Geschütz, was ich aufstelle. Ich habe einen Reliktroboter, der für mich kämpft, was ja Knaller ist. Und dann habe ich noch also Splittergranate, die ich gerne einsetze. Und mein Schild ist eine biotische Barriere. Knaller. Funktioniert alles rein. Die Kombi, meine ich. Aber das werdet ihr vielleicht ja gleich im Kampf sehen. Mal sehen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich hier diese Folge Es fühlt machen werde. sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Das ist hier übrigens eine Reliktstadt, die ich erkundet habe. Von dem Punkt, wo Meridian abgeflogen ist. Meridian ist wohl so eine riesige Sphäre, wo die Erbauer dieser ganzen Reliktgeschichte geflohen sind. Und Hintergrund an der ganzen Geschichte, also die wollten wohl diese ganze Galaxie hier terraformen, sozusagen, also bewohnbar machen, sind aber dann durch die Geißel davon abgehalten worden und die Geißel ist wohl eine Waffe von Gegnern dieser Geschichte, oder dieser Spezies. Lass mich da vollkommen überraschen. So, ja, ich will da landen. So, und dann will ich. Scheiße, das wollte ich ja vorher noch machen. Verdammt. Die wollte ich noch mitnehmen. Und dann wollte ich langen Lauf und Zielfernrohr. Hatte ich noch eine andere hier jetzt? Nee. Upp, nein. Ja. Zu schnell Escape gedrückt. Ich glaube, ich hatte ja schon mal gesagt, dass diese.
Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Das ist ein großer Schritt. Unser bislang größter. Sind Sie bereit? Na klar. Ja, unsere Zeit ist gekommen. Alles, was wir geleistet haben, hat uns hierher geführt. Tempest, wir gehen rein. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Naja, gut, komme ich mit klar. Dann fehlt mir die Shotgun. Das ist aber nicht so schlimm. Shotgun war sowieso nicht meine Lieblingswaffe. Habe ich hier noch? Ja, Behälter. Wir plündern natürlich alles, was uns hier in die Finger kommt. Weil das habe ich auch noch so zwischendurch gelernt. Es ist nichts wichtiger, als dieses ganze Zeug einzusammeln, zu verkaufen oder zu auseinanderzunehmen, wenn man Waffen und so findet, damit man Material kriegt. Sonst kriegst du echt überhaupt nichts. Echt schlimm. Und es sieht immer noch beeindruckend aus, ne? Man kann ja sagen, was man will, das sieht immer noch beeindruckend aus. Deswegen spiele ich dieses Spiel auch immer noch gerne. Und sie sehen nicht freundlich aus. Sollen sie ja auch nicht. Dann rufen wir mal unseren Freund und Helfer. Da kommen noch mehr. Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen. Seht ihr, wie ich abgehe? Voll geil. Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. So. Achso, und natürlich auch, wenn jetzt hier Viecher was liegen lassen haben. Was jetzt nicht der Fall ist, schade. Wo ist unser Fort? Ah, da ist unser Fort und Helfer. Weil den Typen, den haben wir uns quasi rekrutiert. Der ist voll geil. Greift die Gegner an, macht voll Stunk. Voll geil. Eine letzte Reliktür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Okay. Ja, gucken wir mal, wa? Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch, zu was auch immer. Meridian, Pathfinder. Ist das ein Planet? Er sieht künstlich aus. Das ist... Wow, ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Natürlich hatten wir Erfolg. Gute Pläne zahlen sich aus. Wir haben es gemeinsam geschafft. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Sam, Tempest, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde.
Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Sam benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Oh. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Er ist ein Arsch, ne? Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Er will zu meiner Schwester. Glaube ich. Das wäre fatal. Meine Schwester hat noch ein Implantat. Und wer noch? Die anderen paar Feinde. Aber in die Krankenstation. Dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Poka 4 eine Waffe. Verdammt. Okay, jetzt müssen wir also mit meiner Schwester. Cool. Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein, mich zu verlieren wird ihn umbringen. Eine kleine Waffe, ernsthaft, mir nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Achtung, Sarah, erschießen Sie sie! Sam sagte, sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen. Das können sie nicht. Ich weiß, Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Ja, klar. Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten Sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Verdammt nochmal, jetzt gehen Sie schon! Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Wir geben Ihnen Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. Nö, ich mache euch vorher platt hier. Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Wir geben Ihnen... Das war heftig. Sie müssen zu diesem Relais, bevor uns noch weitere Kette aufspüren. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Naya Shurit! Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, gut. Ein einziger Impuls, das ist das Einzige, was er braucht. Der weiß er, wo ich bin. Jetzt kam es schon rein. Hä? Na gut. Sie geht einfach nicht auf, verdammt!
Tempest, der Pathfinder ist zusammengebrochen. Bitte komm! Ryder, ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Aber wie? Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam, um sie zu öffnen. Wir müssen zurück. Hören Sie auf, das schadet Ihnen nur. Wir finden einen anderen Weg. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ryder, ich glaube, wenn Sie diesmal sterben, sind Sie wirklich tot. Ich kann es schaffen. Ich fasse es nicht. Geht es Ihnen gut? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Ja, geh ruhig. Ich darf gerade nicht laufen jetzt. Geh ruhig, ganz gemütlich. Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder, bitte kommen. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Hey! Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Ja. Lexi soll sich bereithalten. Ryder ist verletzt und irgendwas ist... Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Ryder, da sind sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Er hat Sam, er hat Schiffe. Aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Ich habe eine ganze Stadt. Sie, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Ich habe eine Kampfflotte aus dem Nichts erschaffen. Wenn uns all unsere Freunde beistehen, können wir den Archon besiegen. Wir werden es schaffen. Versuchen wir es. Das ist alles, was wir werden ihn überlisten, wir brauchen unsere Verbündeten. Wir setzen alles ein, was wir haben. Wenn wir kämpfen müssen, kämpfen wir. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Der Archon denkt, er wüsste alles. Nichts könnte ihn überraschen. Aber es gibt zwei Dinge, die er nicht versteht. Die Relikte und unsere Entschlossenheit. Oh ja.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich in diesem Video schon zum Ende komme, quasi. Also in dieser Aufnahme. Also zur Endschlacht. Na gut, dann ist das so. Alle sind total aufgeregt, Pathfinder. Aber ich muss mit Ihnen reden. Treffen Sie sich auf der Brücke mit mir. Ich weiß, es ist viel verlangt. Okay. Ich habe eine andere Rüstung an. Ich habe hier hinten alles im Griff. Das Board ist aktiv und stabil. Sehr gut. Ja. Ich habe trotzdem noch eine Schrotflinte mit. Und hier. Das ist ja das Gleiche, das ist ja Quatsch. Ich brauche das. Ist eigentlich schon, ist das soweit schon ganz gut austariert. Die wollte ich noch. Achso, ne, Arme habe ich nicht bei. Das ist eigentlich mein Kampfanzug, ne? Also voll geil. Und so. Ich nehme euch beiden mal mit. Das ist eure Kombi ist immer ganz gut. Nette Ansprache. Sie haben die gesamte Crew inspiriert. Sie wuseln überall herum, um sich auf den großen Showdown vorzubereiten. Sie aber offensichtlich nicht. Sie inspirieren mich, Ryder. Auf eine Weise, die sogar mich selbst überrascht. Ich habe überall Rel'Tec umfunktioniert und Pock ist aufgemotzt und einsatzbereit. Wir sorgen schon dafür, dass sie die Sache heil überstehen. Ich mag's nicht, sie leiden zu sehen. Und so wie es aussieht, ist das Interfacing mit den Relikten ohne Sam schmerzhaft. Extrem schmerzhaft. Ohne sie wäre es noch deutlich schmerzhafter. Ich lasse Ihnen das Gesülze mal durchgehen. Wenn das hier vorbei ist, will ich nämlich einen Kuss. Nur einen Kuss? Oh, ich mag es, wenn Sie gierig werden. Mhm. Oh, Herr. Wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe, sie hat Leben erschaffen und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird Sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier. Du trotzt weiterhin deinen Einschränkungen. Beeindruckend. Geht's dir gut? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam... Was heißt das, als müsste ich mich schuldig fühlen? Der Aufstieg ist ein Geschenk. Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir... befassen. Das sind mehr als wir dachten. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleibt beim Relikt. Gütige Mutter, das ist, als müsste man Aya ausweichen.
Wir stecken in der Klemme, Ryder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Cat? Die Geißel und die Cat. Kello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Direkt ran, damit ich die Relikte formieren kann. Wir nutzen die größte Bedrohung in diesem Cluster zu unserem Vorteil. Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Ihre Flotte ist beschäftigt, Archon. Und mit der Hyperion entkommen Sie mir nicht. Das war's. Die Sache ist gelaufen. Nun denn. Lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Mandat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Die ganze Zeit, tut mir leid, aber das finde ich gerade so interessant. Suvi, was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Okay, ich bin jetzt in Meridian. Und hier ist einfach mal... Heil.